Zeit für einen neuen Vlog Gesundheit mit der CMCM und mit mir. Als Fitnesscoach kriege ich eine Frage relativ häufig gestellt, und die ist: Wo ist denn nicht eine richtig gute Übung für meinen Bauch? Neben der Frage, wie kann ich meinen Bauch losgehen, will die meistens wissen, wie kann ich ihn effektiv trainieren. Und du hast meine Antwort auch häufig überraschend, weil ich kein Fan sehe von den klassischen Bauchmuskelübungen. Also ich bin kein Fan von Crunches, Sit-Ups, Plank, da können wir darüber diskutieren. Mir ist wichtig, dass wenn wir den Core trainieren, dass wir noch so trainieren, wie gefordert wird, wie am Alltag gefordert wird oder eben noch am Sport gefordert wird. Und die primäre Funktion von deinem Core, von der Rumpfmuskulatur, ist die Stabilität. Das heißt, es geht immer darum, stabil zu bleiben, einen stabilen Körper mitzuhauen, direkt richtig zu halten. Und dementsprechend muss dann natürlich auch ein Training ausgesehen, eine Übung ausgesehen. Dafür ist meine Go-To-Übung für den Core zu trainieren, der Bear Crawl. Und die gucken wir uns los zusammen an. Voilà! So soll das ganz ausgesehen, auch wenn ich noch nie einen Bär gesehen und krabbeln. Das ist eine richtig gute und eine effektive Übung für deinen Bauch. Du brichst mal das Ganze aber zusammen auf, für das wir herausfinden, auf welchem Level, wen soll aufhängen, diese Übung zu trainieren. Am Anfang geht es mal immer darum, Position zu beherrschen. Das heißt, wir kommen auf vier Patten, die Hände sind unter den Schultern abgestellt, Knien unter den Hüften, und dann helfen wir die Knien 1 cm weg vom Boden. Konzentrieren uns darauf, direkt schön riech zu halten und zu stabilisieren. Das ist Level 1. Level 2, gehen wir hin und wir versuchen die Füße an die Luft zu heben. Immer am Wirsel, immer ein bisschen halten. Level 3, da machen wir das ganz umgedreht mit den Händen an die Luft. Wir kommen rum und gehen immer am Wirsel als Schüler aufklappen, versuchen stabil zu bleiben, so man wie möglich zu wackeln an der Hüfte. Dann Level 4. Da geht es schon richtig anstrengend, da versuchen wir das Ganze über Kreuz zu machen. Das heißt, wir gehen am Wirsel, Schüler aufklappen, an die andere Seite den Fuß und die Lut hier. Level 5, da könnte man das Ganze mal Zusatzgewicht machen. Wir können den Rucksack auf den Rücken holen, wir können aber auch einen kleinen Kant auf den Rücken holen, das macht dem bestimmt Spaß. Und dann der Level 6, da sind wir bei unserem Bear Crawl, auf versuchen zu krabbeln, direkt richtig zu halten, einen langen Fluchtfass, auch stabil bleiben. Aufschließend habe ich noch meine drei wichtigsten Punkte. Punkt 1, wenn du dein Core, dein Bauch willst trainieren, sich immer nur Übungen, wo es darum geht, eine neutrale Position zu halten, eine schöne Riech direkt zu halten, auch stabil zu bleiben. Wie zum Beispiel der Bear Crawl. Punkt 2, mach immer ein komplettes Training. Auch wenn du deinen Fokus auf den Core willst lehren, vernachlässige nicht dein Arm und dein Bein. Der Körper ist eine Einheit, ein Ganz, und dementsprechend muss dann noch dein Training ausgesehen. An der Punkt 3, trainiere immer auf deinem Level. Passt die Übung und dein Niveau an, und versuch eine bestmögliche Qualität beizubehalten. Für den Bear Crawl guck, dass du immer ungefähr 30 bis 40 Sekunden schaffst, 3 bis 4 Sätze, gerne noch über den Tag verteilt, oder als aktiv Pause im Büro oder an deinem Homeoffice. Voilà, das war's von mir für meinen Vlog Gesundheit. Ich hoffe, der Bear Crawl als eine Übung, die dich ein bisschen herausfordert, an die kleinen Challenge geht. Gerne kannst du mal ein Like heilosen, kommentieren, und dann sehen wir uns demnächst drin auf dieser Plattform mit der CMCM.